Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Thüringengalle. Ich versuche gerade hier mit meinem Spezialflug das wegzukriegen. Sieht nicht so aus. Macht aber dann auch nichts. Weil doch, teilweise kriegen wir weg. Der Rest macht halt die Seemaschine machen, ne? Oder ich mache hier mal Terraforming, ne, zur Not. Aber denk mal, wird man so lassen, wie es ist. Wie man vom anderen Ende kommt, von der Straße aus. Oder mal diagonal fahren, ne? Ja, das ist auch so extrem. Naja, wie soll ich sagen. In der Natur wäre das so, dass die Ecke im Prinzip irgendwann durch den Flug oder Seemaschinen immer mehr runtergezogen wird, ne? Weil er gerade oben extrem viel dann arbeiten würde. Aber gut, in dem Fall ist es hier der Boden lässt es auch nicht zu, ne? Also von der Programmierung her. Okay, die anderen Ecken arbeiten. Das heißt jetzt die nächsten Ecken suchen, die nicht gemacht wurden, wo Stroh gestört hat. Schauen wir an die Übersichtskarte, da geht es am besten. Da wurde mein und da. Schau mal, ne? So viel wird es nicht sein. Ach, da ist ja Dings, der Laternenfall. Das ist dann nicht vorgesehen geflogen, ne? Wollen wir auch nicht ändern. Dann war hier die kleine Ecke noch. Und der Rest ist soweit gut. Der Rest nimmt halt die Seemaschine mit nachher. Da wollten wir noch Weizen aussehen. Ja, hier nicht, hier nicht, hier nicht. Hier ist Dings. Hier ist. Hier war schon Gerste und da kann man kein Getreide aussehen. Wenn wir nur Verluste machen. Na ja, Verluste. Ja, jetzt geht's auf Feld Nummer 42. Fangen wir eine Ecke an. Flug hoch. Dann können wir gleich bei der Arbeit hier die Ecke noch mitnehmen. Schon mal vorbeifahren, ne? Wenn man eine Seemaschine drüber fährt, dann haben wir die ungehabt. Okay, dann haben wir es halt nicht. Oder wir fahren nach vorne an, das läuft besser. Dann muss man nicht gleich wieder wenden. Dann wollen wir den alten Kurs löschen. Wenn wir ein bisschen hier so grob ranholen, ne? Also ein bisschen so schön, ne? So, jetzt haben wir es auch schon mal geschafft. Löschen wir einen Kurs. Speichern tun wir den nicht. Da suchen wir den dämlich näher. Mein System in Ordnung. So, Feld Nummer 42, 2 vor und. Schauen wir mal, ein bisschen kleiner machen, dass ein paar Ecken auch vielleicht leichter geht. Das kann man auch randrehen mit dem Mausrad, dass man sehen kann. Aha, keine Probleme. Keine Probleme. Können wir arbeiten so. Jetzt hier von da nach da, im Prinzip ist ja der Kurs oder so. Aber wenn er jetzt hier zurückfährt zum Beispiel und da anfängt und wäre hier praktisch hier über den Teich, dann gibt es Probleme. Dann muss man nochmal neu machen. So lange, bis es funktioniert. So, jetzt kann er flügen und wir können um Gülle kümmern, ne? Beziehungsweise wir kümmern uns darum, dass wir jetzt die Aussaat vorbereiten. Da wo die Soja war, da können wir noch mal Dings reinbringen. Weizen oder Gerste, wir haben uns für Weizen entschieden. Anfangs, das stellen wir gleich ein, denn ich habe das so, ja, dass ich es meistens vergesse. Ich meine, gut, im Grunde ist egal, Hauptsache war drin, ne? Aber schön wäre, wenn die Fruchtfolge eingehalten wird, dass man da den Ertrag möglichst gut hinbekommt, ne? Dünger wollen wir kaufen. Geht zur Neige.
Aber ich denke mal, wird noch heute reichen. Das kaufen wir im Winter ein. Dann haben wir eh die Einnahmen da. Mit unseren Getreideprodukten. Weizen, Gerste. Hatten wir auch Raps? Ich glaube, Raps haben wir nicht gehabt. Doch, hatten wir einmal auch Raps gehabt, glaube ich. Aber Hafer auf jeden Fall. Schauen wir mal, Verkauf kriegen wir her, schön im Winter. Dann haben wir eine Zeit. So, geht das wieder weiter, ne? So, was ist die Zeit? Habe ich nicht gedrückt? Doch, habe ich gedrückt. Okay, fast. Seid ihr da? Ihr seid da, ja. Ja. Ja, Traktor rot wäre, würde ich sagen, hieß Ferrari, ne? Strecke, ne? So, auch überteuert, die Autos. Fahren wir da hin, ne? Können wir das entsprechend schon mal vorbereiten. Und hier war den wollen wir Sonnenblumen einpflanzen. Sonnenblumen und da vorne am Hof auf 12 werden wir da nachher. Da werden wir entsprechend nachher Soja einpflanzen zum Beispiel oder umgekehrt. So genau ist das auch nicht. Jetzt im Herbst sehen wir noch Dings aus. Letztes Mal haben wir zwei Felder Raps, ne, dann machen wir hier keinen Raps rein. Parkt schon wieder einer. Immer diese Falschparker hier. Ups, sind schon vorbeigefahren, fast. Müssen wir nur entsprechend auf den Weg hinstellen sonst. Die Meckerarbeit hier steht jemand im Wege. Also wenn es wenn es mal nicht sein soll, dann kommt keine Mecker steht im Wege. Dann wird über den Haufen gefahren. Aber umgekehrt, dann schon. Das ist immer erstaunlich. Oh, ich bin müde. Sauerstoffmangel. Ja, haben wir noch halbes hingekriegt, ne? Wie gesagt, mit einem kleinen Flug wird es besser. Aber ich kann auch da mit Terraforming ein bisschen arbeiten, das ist auch kein Problem. Aber du kannst auf jeden Fall saugen mit Terraforming, ne? Ruckzuck ist ja dann entsprechend die Struktur hinüber, ne? Also hast du plötzlich einen kleinen Berg. Ne? Und du hast ein bisschen zu viel ausgegeben an Geld. Das kriegst du ja nicht wieder. Puh, nee. Schwäche. Am meisten ist es immer so, wenn das nicht läuft, dann die Aufnahme zum Beispiel nicht die Qualität hat, die man haben will, dass man dann meistens mehr Zeit braucht, um das alles einzustellen, um das zu justieren und so. Ah, nee, das ist also nicht einfach so Knopf drücken und sie optimal eingestellt, ne? Nee, das klappt so nicht, leider. Mal sehen, dass ich in der Musik auch einen separaten Tonspur kriege. Irgendwie mal sehen. Die Quelle anstellen, ne? Kann man mal probieren. Ja. Wieder mal was fürs, für die Woche. Da brauche ich mal so einen Fachmann, der mir entsprechend alles schön einstellt. Aber na gut. Dann ist es ganz simpel, ne? Der Nielsson, der macht schon ganz gute Videos zu. Aber da hat mir auch die andere Software, die andere Modus vorgeschlagen. Aber da habe ich irgendwie extrem hohe, ja,
Speichermengen gehabt. Und das ist dann für mich dann kontraproduktiv, weil ich ja nicht einrechnen, anrechnen überhaupt spielen will, wegen Bearbeiten, dann ist es hohe Speichermengen, also eine Zeitfrage. Ne? Und im Nachhinein wird der eh bearbeitet, dann geht eh runter, wenn er. Dann nach der Bearbeitung geht es ja im Prinzip. Er will nicht abkippen. Weil YouTube macht ja auch nur die begrenzte Menge, die jetzt dafür vorgesehen ist. Also wenn es. Du kannst gerne 20 GB hochladen, aber die. Das konvertieren die runter, also auf den Niveau, was die entsprechend haben wollen. So, Bruder, hier abkippen hier. So nicht. Wenn ihr hier so Probleme macht. So. Hinten. Hinten ist nicht gut. Links. Das hat auch Probleme gemacht hier mit Überfahrt. Und da war ja gleich wieder voll. So. So mache ich umstellen. Das ist auch rechts. Dann machen wir auch links. Kornschieber ist noch blöder. Links. Grund ist egal, links oder rechts, aber wenn dann beide links, sagen wir so, ne, dann kann er mal rüberfahren. Wenn jemand mal einer nicht den Punkt erreicht, dann kannst du sagen, okay, liegt nur an der Abkippseite, ne, dann kannst du ändern. So, dann ist der auch wieder leer. Ja, wo stelle ich den jetzt wieder hin, ne? Ich muss mal die Sämaschinen, aber wo die will ich alle verkaufen. Aber ich kann mich jetzt nicht dazu entscheiden. Jetzt ist es ungünstig. Jetzt muss ich mal die ganzen Mods gespeichert haben oder separat gesichert und so weiter und so fort. Und dann kann ich mich entscheiden, ne? Jetzt verkaufen. Einfach so, ohne Plan, ohne nichts. Ohne zumindest aufgeschrieben haben, was für Fahrzeuge wir haben. Ja, auffüllen heißt die Devise jetzt, ne? Jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Haben wir noch. Da schaffen wir noch ein, zwei Hänger. So, nebenbei düngen wir noch schön auf Feld Euro 38 und ein großes Feld. Wir müssen eigentlich größere Felder haben. Kleine Felder sind. Naja, die gehen auch, aber der Aufwand ist ja genauso groß, ne? Du musst hier hinfahren und machen hier. Aber die großen kannst du halt nicht bezahlen, ne? Noch nicht, oder? So einen Einnahmen nicht haben. Ja, kommt ja nicht so viel zusammen. Ne? Wir müssen mal sehen, dafür Dünger. Dann brauchen wir Mist. Wir brauchen Dünger herstellen, brauchen Mist. Boah, das hat mehr geworden. 320. Oder eine Kühe gerade Gas gegeben, ne? Da Motto, das Silo ist leer, Schleusen auf, lass laufen. Also Kühe kriegen so einiges zusammen, also. Jetzt kann ich mal vorbeifahren und gucken, was gerade schon mal drin ist in der als Gärreste. Wir hatten ja schon Gärreste gehabt, da hatten wir, aber da haben wir schon neu gestartet, die Karte. Da hatten wir das nicht mehr. Die Karte haben wir komplett neu gestartet. Das lief ja gleich dann nicht mehr. Das passt ja noch nicht. Oh. Eine Schwäche. Kriege auch Hunger. Aber erstmal leer machen. Wäre natürlich ideal, wenn wir jetzt natürlich ranfahren würden und dann die Gärgäste wieder reinkippen und dafür Geld kriegen würden. Das wäre ideal. Gelddruckmaschine, lass laufen.
So. Es könnte ein bisschen lauter sein. Ist immer schwierig, immer ganz schwierig. Also ich bin ganz gut zu hören, denke ich mal. Aber Traktoren und so. Nee, alt erst war gewesen. Wollt mal schauen wegen Wetter. Das ist typisch. Das ist wirklich typisch. Den ganzen Sommer haben wir Regen, Regen, Regen gehabt. Jetzt kommt es zum Winter erstmal Schnee, aber gut. Das ist ja noch lange hin. Heute ist heute, ist klar, ne? Also Dienstag. Mittwoch haben wir noch drei, zeitmäßig drei Etappen. Donnerstag, Freitag. Regen, dann wieder Schnee, dann kalt. Schau mal, ne? Noch eine Schneefräse besorgen. Zumindest die Wege frei machen und damit die Kühe versorgt werden. So, mal gucken, mal, wie viel wir hier drin haben. Wir starten mal nichts. Wir haben 716.000. Tausend soll glaube ich reingehen, aber sieht sonst leer aus. Ja, können wir schon mal früher mal einplanen mit Gärreste. Können wir auch Gärreste verkaufen irgendwo hier? Nee, ne? Glaube ich nicht. Boom. Wahnsinn. So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Ich hätte beinahe Zeit vergessen. Dann sage ich halt auch mal Tschüss und ciao, ciao. Und ja, hat mich gefreut. Ich danke fürs Reinschauen. Immer fleißig liken, kommentieren, ne, und so weiter und so fort. Immer schön, ne, schreiben. Immer wenn ihr Probleme habt, anfragen. Nach Möglichkeit, wenn ich kann, werde ich das beantworten. Ja, wenn ich nicht weiß, werde ich mir auch melden, ganz kurz. Ne. Ansonsten, tschüss.